Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Days Gone, dem Herausforderungsmodus. So, fünf Challenges haben wir noch vor uns, damit wir zumindest alles auf Bronze haben und alle Abzeichen freigeschaltet haben. Wir werden sehen. Kugeln abrollen. Ja, genau. Ich würde sagen, die behalte ich auf jeden Fall. Die eignen sich ja ganz gut für diese. Für diese Kampfherausforderungen. Auch wenn ich hier scheinbar zum Großteil schleichen soll. Zumindest am Anfang soll ich eine Menge schleichen. Schauen wir mal. Problem ist, am Anfang habe ich ja echt gar keine Ahnung, wo die Gegner überall rumlaufen. Deswegen wird es schwierig sein, Geht's denn? so viele in Folge im Tarnmodus zu erledigen. Aber vielleicht klappt es, wenn ich hier links rumlaufe. Na, toll. Also, das hat schon mal scheiße funktioniert mit dem Schleichen. Wobei sie jetzt vielleicht auf diese eine Stelle konzentriert sind und ich dadurch eventuell in der Lage bin, von hier aus einzuschleichen. Ah, shit. Hier ist was. Den kriege ich ja nicht. Rückstandbolzen, wait. Wer war das? Na, Noch was? jemand? Okay, dass der mich nicht sieht, ist schon ein krass großes Glück. Es geht nichts über Schrott. Okay. Was zum Teufel? Okay. Verdammt noch mal. Ja, natürlich haben die bei dem keine Wirkung, weil er gepanzert ist. Ah, irgendwie habe ich einen schlechten Start erwischt. Ich versuch's direkt nochmal. Was habe ich überhaupt alles zur Verfügung? Ich sollte vielleicht erst einmal mein Equipment checken. Ich habe eine Automatikwaffe, glaube ich, eine Hauptfeuerwaffe. Ich habe ansonsten einige Ablenkungen. Ich könnte mir Annäherungsbomben und Attraktorbomben noch holen. Warum nicht? Ich habe nur leider, habe ich noch irgendwelche anderen? Ah, ich habe auch noch normale Bolzen. Das ist natürlich eine Menge wert. Wait. Ah, ich sehe die Gegner auch so mit dem Überlebensinstinkt. Das ist natürlich praktisch. Ich bin getroffen! Er hat getroffen! Ach, Kacke. Das war der falsche Bolzen. Sag mal. Ich starte nochmal neu, das gibt's ja nicht. Ach Gott. Jetzt wollte ich eigentlich mit dem Rückstandbolzen ein bisschen Chaos stiften. Okay, komm. Das muss jetzt mal klappen. Wenigstens einmal vernünftig durchkommen. Rückstandbolzen. Hey!
rein. Endlich, verdammt. So. Der wird jetzt ein bisschen für Chaos sorgen. Und auch gleich dadurch sterben. In der Zwischenzeit kann ich den Rest des Lagers so ein kleines bisschen ausspähen. Ich habe ja keine Ahnung, wie viele hier insgesamt sind. Sind es echt nur 12? Okay. Wer das erledigt? Jetzt triff doch auch mal, Kollege. Okay. Was ist denn? So. Du, 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 du. Rast aus, na los, mein Freund. Oh. Berserker-Gewalt hat jetzt leider nicht so viel gebracht, wie er hofft. Nur 12 sind es ja definitiv nicht. Ich denke, davon kann ich ausgehen. Ich kann ja auch einfach... Nein. Was? Ich wollte gerade sagen, ich habe doch... Ich habe doch dreimal auf den Kopf geballert. Wie kann das sein? Ah, toll. Das Problem ist jetzt auch, ich habe null Ahnung, wo die anderen halt sind. Ich erahne es so ein kleines bisschen. Durch Geräusche und so weiter. Aber... Er versteckt sich da drin, ich weiß es. Such weiter, er ist in die Büsche da. Bringt leider nicht allzu viel. Ich kann durch dieses Gebüsch nicht sehen. Er ist bestimmt hier drin. Ach so, der sucht da hinten. Naja, soll mir recht sein. Den möchte ich mir so oder so Scheiße. Für ein anderes Mal... aufsparen. Okay, entweder du drehst dich um, Kollege. Oder du kommst hierher. Oh, Kollege. Nein! Ach, laber doch. Was? Gibt es einfach nicht. Fast leer. Er hat ihn erwischt. Das ist einfach unfassbar. Ja, genau. Kommt mal her. Ernsthaft? Das ist euer Vorrücken? 5 Schritte nach vorne und dann so, doch nicht. Was soll das denn? Jungens. Die kommen erst so rüber und dann so, ach nö. Nee, doch nicht. Gar kein Bock. Er versteckt sich da drin, ich weiß. Alter. Mega ungünstige Position. Ich sehe ja, dass ich noch 17 Tötungen habe. Ich habe jetzt oben rechts die Zahl gesehen. Junge, jetzt mach was. Ist mir scheißegal, was, mach was. Hey Mann, komm endlich raus. Machen wir das Ganze kurz und schmerzlos. Wir wollen doch alle dasselbe, oder? Warum kämpfen wir überhaupt? Lass wir uns Freunde sein. Ah, hör auf zu labern, ey, du Laberkopf. Mach's dir nicht so schwer. Dankeschön. Meine Güte. So. Puh.
frage ich mich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen, wie soll ich hier eine krasse Punkteserie hinkriegen, wenn die doch alle so weit auseinander sind. Das ist gut. Ich weiß nicht. Okay. Was war das? Ach komm. Komm schon! Warum musste der sich jetzt noch umdrehen? So ein Penner. Alter, hier liegt aber eine Menge Shit. Was? Eine Herausforderung ist jetzt weggeixt. Ach so, weil ich zu viel lange gebraucht habe, ne? Da kommen welche! Ich seh dich, Arschloch! Ah, shit. Warum läuft der Kerl die ganze Zeit durch die Gegend? Erwischt! Ich bin getroffen! Scheiße. Los! Sie fertig! Jetzt wirst du brennen! Ja, fackel ihn ab! Er hat sich erwischt! Wow, shit! Er rührt sich nicht! Auf ihn! Getroffen, getroffen! Ja, nimm das auf MG! Mach ihn fertig! Brenn, brenn! Oh, no, no. Eieiei! Du Penner! Erwischt! Brauchst du das? So ein Mist, ey. Oh, ein Medikit. Perfekt. Ja, ich glaube, großartig Muni werden die mir jetzt kaum geben. Ich sei es sei denn, ich nehme eine von ihren Knarren. Naja, besser als nichts, schätze ich. Oh, Stürmhund des Camps. Okay, wie komme ich jetzt dazu? Vielleicht nicht. Hätte ich damit vielleicht den gepanzerten Typen erwischen können? Wo sind denn jetzt die letzten fünf? Oh. Wer war das? Draußen jemand? Ich merke schon, da braucht man schon einen Idealplan, um hier alles hinzukriegen. Ich bin so ein Trottel. Scheiße. Und abhauen, das hättet ihr wohl gern, ne? Keine Gnade! Verdammt! Nachladen, nachladen! Scheiße! Munition! Und Mr. Sniper da oben hat jetzt nicht mehr den richtigen Winkel. Naja, lief ja sehr suboptimal. Ist zwar auch eine Kampfherausforderung gewesen, war aber ganz anders. Aber immerhin hat es für Bronze gereicht, also... Nein, nicht erneut versuchen. Mist, war jetzt ein Versehen.
So nah war ich jetzt nun auch wieder nicht an Silber dran, als dass ich mir das zutrauen würde. Beenden. Also im Gegensatz zu der anderen Herausforderung wird man hier definitiv eine eindeutige, perfekte Route brauchen, die es bestimmt gibt. Ne, was weiß ich, da eine Falle hinlegen, in der Zeit messerst du halt drei Leute nieder, während der eine Typ in der Falle ist, messerst du den nieder und so weiter und so fort, keine Ahnung. Irgendwie so wird es wahrscheinlich laufen, ungefähr. Also, da wird es eine Idealroute geben, die ich mir mit Sicherheit anschauen muss, damit ich das Camp vor allen Dingen in weniger als 6 Minuten hinkriege, was nur Bronze ist. Also ich gehe davon aus, ich sehe hier ja nur die Bronze-Voraussetzungen. 12 Gegner, bevor ich das Camp alarmiere, 3 mit Fallen, Ablenkungen und Wurfobjekten, das Camp in weniger als 6 Minuten, also leise ohne entdeckt zu werden, das Camp so schnell auseinandernehmen, hui. Wird interessant, vor allen Dingen wegen den Rückstandbolzen. Gab es irgendwo in dem Camp irgendwelche Nestrückstände? Weil die brauche ich ja, um Rückstandbolzen zu mischen. Da ist jetzt die Frage. Ha. Naja, sei es wie es sei. Hauptsache, ich habe erstmal Bronze, ne, das soll mir erstmal reichen. Jetzt kommt wieder eine Horden-Challenge. Vernichte die Horde so schnell wie möglich. Ah, wieder so. 15 Gegner mit der Armbrust töten, 30 Kopfschüsse erzielen, 100 Gegner ohne Schaden zu nehmen töten. Okay. 100 Gegner ohne Ausweichrollen zu benutzen. Oh. Okay. Ohne Ausweichrollen. Ja, das wird lustig, ey. Wie soll ich das denn hinkriegen? Was habe ich jetzt gekriegt eigentlich? Kugeln durchschlagen mehr Gegner. Geil. Das ist super. Gerade für die Hordenherausforderungen ist das echt eine Menge wert. Da ist das wahrscheinlich sogar essentiell, um Gold zu bekommen. Mit anderen Worten, die Challenge auf Gold zu machen, wird sich auf jeden Fall für die Hordenherausforderungen bezahlt machen. Dann weiß ich wahrscheinlich schon mal, was ich als erstes auf Gold bringen werde. Denke ich mal. Okay, starte ich diesmal nicht mit der Horde direkt im Nacken, oder was? Ja, leider habe ich nur die normalen. Ist ja klar, wäre ja sonst zu einfach, wenn ich etwas anderes außer den normalen Armbrustbolzen intus hätte. Naja, also spärlich die Ausrüstung, spärlich. Die Horde kenne ich ja noch so einigermaßen, denke ich. Oh, da hätte ich jetzt nicht außen rumlaufen sollen, glaube ich. Ah, das war jetzt ein ungünstiger Weg, den ich genommen habe. Aber ich krieg's noch hin. Ich krieg's noch hin. Kommt mal alle her hier. La, la, la. Oh Gott, oh Gott. Oh. Und schon musste ich die Ausweichrolle benutzen. Ging ja nicht anders, sonst wäre ich da jetzt verreckt. Alter. Und ich habe echt nichts zum Heilen. Ist das euer Ernst? Ja, ey. Ohne Schaden erleiden, ohne alles. Okay, ich habe das Gefühl, so etwas wie Armbrustbolzen-Kills, die hätte ich mir bis zum Schluss aufheben sollen.
Das war jetzt vollkommen unnötig, das schon jetzt zu versuchen. Yay. Ja, ist doch gut jetzt. Okay, ja. Ey, meine Fresse. Manchmal kommt man da auch ums Verrecken nicht weg. Kannst du machen, was du willst. Ne? Die hängen dir so am Arsch, dass egal was du machst, der nächste dir sowieso eine wieder in den Nacken schallert. Und dann bist du wieder, ach Gott. Was beklage ich mich überhaupt? Da, 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 da. Okay. Jetzt laufe ich eine sehr riskante Route ab. Aber das geht noch. Ja, natürlich. Ah. Aber immerhin ohne Schaden. Eine Weile lang. Die Ausweichrolle habe ich ja noch nicht benutzt. Oh, wart mal. Ich muss... Sehe ich das jetzt gerade richtig? Ich muss komplett auf die... Oder nee, ich glaube, okay, ich glaube, ich habe es falsch verstanden. Ich glaube, ich habe jetzt schon die Belohnung für, keinen Schaden nehmen, glaube ich nicht, aber fürs keine Ausweichrolle benutzen, habe ich wenigstens Bronze gekriegt. Und die Punkte wurden mir gut geschrieben. Aber sobald ich einmal die Ausweichrolle benutze, bin ich quasi raus aus der Challenge. Ich glaube, das soll das Kreuz bedeuten. Ich hoffe, das Kreuz bedeutet nicht, alle Punkte, die ich bei der Challenge bislang verdient habe, werden mir nachträglich noch abgezogen. Ich will hoffen, dass es nicht das bedeutet. Das wäre ein bisschen hart. Ausdauer-Cocktail. Wäre mal langsam an der Zeit, den zu nutzen. Was? Das hat keinen erwischt? Das glaube ich nicht. Ja, ist gut jetzt! Meine Fresse, ehrlich, ey. Geht mir auf den Senkel. Ob ich wenigstens noch Bronze schaffen werde? Ah. Was? Wieso habe ich daneben geschlagen? Sag mal! Was? Das war's? Alter, ich habe echt gerade noch so die 60.000 erreicht. What? Ich war jetzt überrascht, dass das schon der Rest der Horde war. Huch! Okay. Krass. Ah, ja. Also so viel steht fest. Ich muss mir zu jedem der zu jeder der Herausforderungen definitiv Videos angucken.
wie man die am besten macht, weil ich glaube von alleine, selbst wenn ich von alleine drauf komme, werde ich sehr lange dafür brauchen und da spare ich mir lieber die Zeit und erfahre direkt, welche Route am besten ist, weil keine Ahnung, welche Route ich am Ende mir ausrechne und ausdenke, am Ende ist sie trotzdem suboptimal und es wurde schon längst eine bessere gefunden. Deswegen, aber immerhin hier auch Bronze bekommen. Schon mal etwas, oder? Schon mal etwas, schätze ich mal. Tod vor Sonnenaufgang. Überlebe die Horde, bis die Sonne aufgeht. Okay, also jetzt einfach nur zeitmäßig überleben. Was haben wir denn da? 15 Explosionskills, 25 Gegner mit dem Growler. 2 Minuten lang drinnen verbringen. Okay. 15 Schwärmer töten, während du Konzentration einsetzt. Okay. Ha. Das drinnen verwirrt mich jetzt gerade, ehrlich gesagt. Deine Konzentration nimmt langsamer ab. Gut. Sehr gut. Ja. Mal schauen. Wir werden sehen. Ich würde mal sagen, die 2 Minuten drin verbringen wären theoretisch kein Problem, wenn die Horde mir nicht von Anfang an im Nacken sitzt. Und das wird bei dieser Herausforderung, bin ich mir ziemlich sicher, instant der Fall sein. Na, was habe ich gesagt? Oder? Auch nicht. Es klingt so, als wäre die Horde unter mir. Ah, scheiße. Wahrscheinlich muss ich einfach nur erst einmal die Viecher an den Fenstern erledigen, damit meine Barrikaden auch stehen bleiben. Oh. Was ist jetzt eigentlich der Growler? Mist. Welle 2 greift an. Okay. Ja. Alter. Ja, genau. Ach, labert. Hocker habe ich schon mal. Oh, no, 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 no. Ist ja, ja, okay, okay, okay. Nein, nein, verpisst euch. Ja, okay. Nein, 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 das ist nicht schön. Lass mich doch weg. Oh.
Oh boy. Oh boy. Ja, okay. Alter, heil dich doch, Kollege. Heil dich doch. Oh, hat er. Okay, sorry. Alter, ich sehe einen Scheißdreck. Oh Gott. Sorry, Leute. Leichte Epilepsie-Warnung in diesem Part, ey. Aber ernst gemeint, wirklich. Ja. Hilfe. Ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte gar nichts mehr machen. 13% nur. What? 15.000. Neue Rufstufe Road Captain. Okay. 15.000. Wie viel war jetzt nötig für Bronze? Naja. Verteidigung vorbereiten. Ja, für... Jetzt mach! Nimm dir den Scheiß! Nimm doch den Scheiß. Meine Fresse. Oh oh. Oh nein, oh nein. Lauf doch! Oder Rolle, ist mir scheißegal, Junge! Stirb doch! Junge! Oh Scheiße. Oh nein. Ja, meine Fresse, ehrlich. Ja, okay, war jetzt meine eigene Schuld. Ich habe mich zu sehr in die Ecke drängen lassen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ich muss nochmal kurz auf die Zeit gucken. Ja, okay, von der Zeit her reicht es eigentlich schon für diesen Part. Gut, dann würde ich an der Stelle für heute den Part beenden und dann würde ich mich im nächsten Part um diese Herausforderung hier kümmern, dass ich hier zumindest einmal Bronze hinkriege. Ich habe es immerhin schon mal beim ersten Try auf 15.000 geschafft. Und wie üblich, die Versuche danach waren mal wieder voll für den Arsch. Naja. Jedenfalls sind wir jetzt bei den letzten drei Challenges angekommen. Ist ja auch schon mal was. Ja, wir werden sehen. Ich würde sagen, die Fahrherausforderung, die hebe ich mir bis zum Schluss auf. Hole und setze Überlebende ab. Okay. In diesem Ding oder was? Das ist keine Bike-Herausforderung? In diesem Falle? Wenn ich damit fahre? Das wäre witzig. Setze drei glückliche Überlebende ab. Was? Was heißt glücklich? Setze einen schwierigen Überlebenden ab. Halsbrecherisch. Parke dicht an vier Überlebenden. Überfahre fünf Schwärmer. Okay. Das hört sich nach einer ziemlich witzigen Challenge an.
Ich bin gespannt. Naja, egal. Wie gesagt, erst einmal hier wenigstens Bronze schaffen. Dann würde ich für heute sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.